Willkommen bei der Testfabrik. In diesem Video erfährst du, welche drei Kinderautos deinen Kindern für lange Zeit viel Spaß bereiten werden. Unser Qualitätssieger beim Kinderautotest ist das You Enjoy Mercedes-Benz SL500 AMG Roadster. Wie kann ein so gutes Kinderauto nur so günstig sein? Hier stimmt samt Preis einfach alles. Bei diesem Kinderauto werden wir ganz neidisch, dass es das nicht auch schon zu unserer Kindheit gab. Aber zumindest kann man den Kleinen heutzutage diese große Freude machen. Das Design ist dem echten Mercedes-Benz SL500 nachempfunden und sieht somit wirklich klasse aus. Geeignet ist das Kinderauto von 1 bis 6 Jahren bis 35 Kilogramm. Die jüngsten Kleinkinder werden den SL500 zwar nicht selbst steuern können, aber für die Eltern gibt es dafür eine Fernbedienung, mit der Richtung und Geschwindigkeit aus der Ferne gesteuert werden kann. Und das alleine macht bereits sehr großen Spaß. Über das Dashboard können Geschichten oder auch Musik abgespielt werden. Dies kann auch über USB oder Bluetooth mit anderen Geräten gekoppelt werden, sodass die Kinder beim Fahren ihre Lieblingsmusik hören können. Eine Hupe ist natürlich auch integriert. Zur Sicherheit dient die Fernbedienung, ein Sicherheitsgurt, als auch Türen, die sich zweifach abschließen lassen, sodass dein Kind nicht herausfällt. Die Räder sind gefedert, sodass der SL500 auch auf dem Spielplatz bequem gefahren werden kann. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 5 km/h. Eine Ladung reicht für etwa eine Stunde Spielspaß. Anschließend muss das Kinderauto für etwa 10 Stunden aufgeladen werden. Rot, Weiß und Rosa stehen als Farbvarianten zur Auswahl. Die Kunden bewerten das You Enjoy Mercedes-Benz SL500 AMG Roadster mit 4,9 Sternen. Den besten Preis findest du in der Videobeschreibung direkt unter dem Video. Als Alternative beim Kinderautotest empfehlen wir das Action Bikes Motors Mercedes GLS 63. Nochmals ein Mercedes, der hier zum Vorbild stand, nämlich der GLS 63 Geländewagen. Die Besonderheit bzw. die Einzigartigkeit bei diesem Kinderauto sind die beiden Ledersitze. Damit können gleich zwei Kinder Spaß beim Fahren haben. Ideal also für Geschwister oder wenn dein Sohn seine Freundin zum Date abholen möchte. Auch das Dashboard ist sehr ausgefeilt und enthält viele Elemente vom echten Vorbild. Das Autoradio hat eine Digitalanzeige und kann Musik von einer SD-Karte abspielen. USB- und AUX-Anschlüsse sind ebenfalls vorhanden. Das Multifunktionslenkrad ermöglicht die Steuerung des Radios. Wie auch der Original GLS 63 gibt es auch hier einen Allradantrieb, sodass schwieriges Terrain wie mit einem echten Geländewagen gemeistert wird. Für die Dämmerung gibt es LED-Scheinwerfer und Rückleuchten. Eine 2,4 GHz Fernbedienung ist ebenfalls vorhanden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 8 km/h. Auch hier beträgt die Ladedauer etwa 10 Stunden, doch die Nutzung ist etwas länger mit 1,5 Stunden. Ein wirklich super Kinderauto, mit dem man sehr viele Jahre Spaß haben kann. Doch leider ist dieser Spaß auch sehr teuer. Die Kunden bewerten das Action Bikes Motors Mercedes GLS 63 mit 5 Sternen. Unser Preis-Leistungssieger beim Kinderautotest ist das Cruiser Kinderquad. Ein Kinderquad sieht zwar nicht ganz so luxuriös aus wie ein Mercedes, aber dafür ist man dank der riesigen Reifen etwas flexibler auf dem Spielplatz unterwegs. Der Preis ist unschlagbar, damit kann man nichts falsch machen, aber ein paar Einstriche muss man dennoch hinnehmen. Die Räder sind aus billigem Plastik mit einer sehr dünnen Gummiummantlung, was man beim Fahren deutlich hört und spürt, trotz der integrierten Federung. Kein Vergleich zu den weichen und leisen Vollgummireifen vom zuvor genannten GLS 63. Außerdem ist die Abstellfläche der Schuhe sehr klein. Bis höchstens Schuhgröße 28 mit normalen Schuhen findet hier Platz. Etwas schade ist auch, dass das Kind die Geschwindigkeit nicht einstellen kann. Nur Vollgas ist möglich. Mit der Fernbedienung hingegen kann man zwischen drei Geschwindigkeiten unterscheiden. Dies sind aber eher Kleinigkeiten, die negativ auffallen, wenn man dieses Kinderquad mit den beiden Mercedesen, die zuvor genannt wurden, vergleicht. Für den Preis bekommt man dennoch einen sehr guten Kinderquad, der deinen Kindern sehr viel Freude bereiten wird. Die Chromfelgen sehen cool aus, die Lichter ermöglichen die Nutzung am Abend und das beleuchtete Armaturenbrett sieht ganz modern aus. Geeignet ist das Quad ab 3 Jahren bis etwa 30 Kilogramm. Der Kundendienst wird in den Rezensionen häufig positiv hervorgehoben. Wenn bei der Nutzung etwas kaputt gehen sollte, was bei einem Kinderquad häufiger passieren kann, hilft der Kundendienst zügig bei der Zusendung der Ersatzteile. Die Kunden bewerten das Cruiser Kinderquad mit 4,4 Sternen. Wenn dir das Video geholfen hat, das perfekte Kinderauto zu finden, würden wir uns über einen Klick auf Daumen hoch freuen. Und vielleicht interessieren dich auch unsere anderen Videos, wie zum Beispiel Berg-Gokarts oder Hüpfburgen.
Die Testfabrik wünscht dir viel Spaß beim Beschenken deines Kindes.